Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Ein Flüchtling. Hallo. Ein Zwerg. Hallo. Noch mehr Zwerge. Mann von Hacker. Alter, wie viele Menschen. Es gibt jetzt den Hurensohn, den Hacker, den Dingskönig. Bettlerkönig, ey. Verräter. Was? Ist denn mit dir kaputt? Glaubst du wirklich, du musst den Scheiterhaufen nicht fürchten? Nein, muss ich nicht. Aber wenn, dann würde ich Alchemist werden vorher. Alter, das ist geil. So. Da war ich schon oben. Auf geht's. Zu wem gehen wir? Zu Marabella, glaube ich. Da laufen wir mal ganz fix hin. Ich könnte, glaube ich, auch reiten, aber ich glaube, das ist noch anstrengender in der Stadt hier. Da kommen wir an noch einem Händler vorbei. Ich weiß nicht, ob wir da schon waren. Ja. Ich glaube, an dieser Ecke waren wir schon mal. Oder? Nee, den Händler kenne ich nicht. Willkommen. Was darf ich dem ehrenwerten Herrn bringen? Vielleicht neue Schnabelschuhe? Ich habe kein echtes Paar, aber die Größe kommt hin. Zeig mir, was du hast. Gut. Zeig mir, was du hast. Monsterblut. Guter Mann. Was habe ich nicht? Und für jeden etwas. Wer sucht, der findet. Auch noch günstig. Satteltaschen. Nee, zu klein. Da haben wir. Der hat ja nix. Der hat ja nix. Was soll ich mit dem Rasiermesser? Ich rasiere mich nicht. Ich bin Geralt von Riva. Auf Wiedersehen. Ist ja nix, ey. Wollen wir den mal in Gwind besiegen? Komm. Als ob der ein gutes Deck hat. Da setzt sich sogar 10 drauf, wenn dass ich gewinne. Wenn wir noch Karten spielen können, habe ich alles, was ich brauche. Da, also, wir haben schon lange keine Runde Gwind mehr gespielt. Das muss mal sein. Allerdings werde ich mit diesem Deck wahrscheinlich nicht gewinnen. Ich packe aber hier definitiv mal die. Ah, nee. Die packe ich mal rein hier. Nehmen. Ups. Aber die. Das nördliche Königreich, weil ich brauche halt wenigstens ein paar Karten. So. Du beginnst. Wie schön. Gutes Wetter kann man behalten. Das Horn des Kommandanten ist geil. Gottverdammte Infanterie. Kriegsveteran. Alter, ich habe bloß 1er hier auf der Karte. Auf der Hand. Aber sehr viel Infanterie, das ist gut. Die behalte ich auch mal. Brauche ich den? Ich habe eine Belagerungseinheit, dann versteckt alle Einheiten. Okay. Ich würde sagen, den packe ich mal raus. Den wechsle ich. Ich kann 3 Karten wechseln, ne? Den wechsle ich auch. Und, was habe ich jetzt? Ja. Kommt gut, glaube ich. Kommt gut. Gut, wollen wir ihn gleich fertig machen oder warten? Na komm. Ich spiele erstmal Fernkämpfer aus. Ach, was? Oh nee, jetzt zieht er wieder eine Karte. Jetzt hat er jetzt schon 2 Karten mehr als ich. Zack. Mal gucken, ob der wirklich gewinnen kann. Katapult. Okay. Ich weiß blöderweise halt nicht mehr. Hat meine Karte, die Nebel, glaube ich, ziehe ich ja mit dem, ne? Extrem dichter Nebel, ja. Dann spiele sie sofort. Ich weiß nicht mehr, ob die auf Fernkämpfer oder auf Belagerungseinheiten gewirkt hat. Mache ich mal erst, wenn ich Infanterie auslege. Von daher mache ich jetzt erst einmal. Das. Ist vielleicht nicht ganz so geil, aber mal gucken. Der hat jetzt schon fast mehr als ich, ey. Ich spiel die noch. Und dann muss ich eigentlich den auch noch spielen, weil der bringt mir sonst nichts mehr. 19. Ja, ist mir noch zu unsicher. Ich spiele den noch. Weh, der hat jetzt noch was. Scheiße, 24. 7 Karten. Er muss ja noch eine spielen dann. Wenn ich die, dann bin ich definitiv niedriger. 14, 17. Dann wäre ich auf 4 und der auf 2. Ich mach's einfach mal. Ich setz. Warte mal.
ich wäre auf 4. Würde dadurch im Gegensatz... Ja, nee, das würde keinen Sinn machen. Ich passe. Oh Gott, es kann sein, dass ich die jetzt verliere. Ja, verlieren. Fuck, verloren. Ja, das war abzusehen jetzt. Ist doch gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Ja, ist klar, mein Freund. So, erstmal mache ich die hier. Zack. Ja, Fernkampfeinheiten. Dadurch wird er schon mal auf 1 gesetzt. Das ist gut. Als ob er direkt passt. Warum, Alter? Jetzt brauche ich halt nur die spielen und hab gewonnen. Fertig. Jetzt kann ich noch auf 8, auf 16 hochgehen. Och nein. Nicht zweimal schönes Wetter. So. Ich kann jetzt auf 16 noch hochgehen. Mal gucken. Ob er das hinkriegt. Weil er hat noch 5 Karten. Er hat noch eine Karte mehr als ich. Das ist mein Problem. Und scheint auch ziemlich starke Karten zu haben. Ach, Quatsch, Alter. Die unterstützen sich gegenseitig noch. Dann verliert er jetzt definitiv. Ich spiele die jetzt nämlich dahin. Und dann bin ich bei 32. Und das holt er nicht ein. Den Effekt von den beiden habe ich gar nicht... An den habe ich gar nicht gedacht. Weil das kriegt er nicht eingeholt. Das Ding ist, das löst bloß... Das hebt alle Wettereffekte auf. Schade, also ich könnte ja die jetzt noch spielen. So, passiert jetzt natürlich nichts weiter, aber falls er jetzt noch eine spielen sollte... Nee. Okay. Dann passe ich jetzt. Er wird definitiv nicht mehr rankommen mit 2 Karten. Außer er hat jetzt, Schnee oder so war das, ne? Was die Nahkämpfer... Gutes Wetter setze ein. Das bringt genauso wenig wie mein gutes Wetter, mein Freund. Eine Karte hat er noch. Nein! Oh, puh, Belagerungseinheiten. Ich dachte, jetzt setzt die Nahkämpfer runter. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen gegen ihn. Geil. Ich habe tatsächlich gewonnen. Hupala. 20 Kronen bekommen, also 10 Kronen plus gemacht. Mensch, hat sich doch gelohnt. Apropos. Huch, hier wollte ich gar nicht rein. Doch, wollte ich rein. Lass mich durch. Ja, komm, komm, komm. Ich will mit dem reden. Kredithai? Heißt der ernsthaft Kredithai? Grüße. Was willst du verpfänden? Och, nee. Und wie viel brauchst du? Was lässt dich darauf schließen, dass ich Geld brauche? Braucht jeder mal. Du siehst nicht aus, als wärst du reich. Und du riechst auch nicht so. Gerade kann ich nicht klagen. Dann willst du dir vielleicht ansehen, was die weniger Glücklichen verpfändet haben? Ja, gerne. Zeig mir deine Waren. Was? Du scheinst ein erfahrener Kredithai zu sein. Bist du schon lange ein Kredithai? Ja, seit ich ein kleiner Knirps war. Du hast deinem Vater ausgeholfen und das Geschäft übernommen, als er starb. Nein, mein Vater hat mich verpfändet. Als ob. Und nie eingelöst. Geil. Zeig mir, was du anzubieten hast. Jo, mehr nicht. Ändere dein Leben. Ein Handbuch. Zusatzinformationen für 55. Nur weil ich die Zusatzinformation haben will. Alter. Bis dann. Bitte sag, dass da was Ordentliches drinsteht. Wo ist es? Ändere dein Leben, ey. Und so zog ich Jakob der Rebell, einst bekannt als Freigeist und außergewöhnlicher Kämpfer aus Nahsee mit unzähligen Tavernen und der Wildnis in den Flussland, begann Gegend, Wild, Insel, sammelt, Holz, Nachtlager, Feuer, unterhalten. Da stieß ich auf eine seltsame Pflanze, die mein Leben für immer ändern sollte. Ich kannte zunächst nicht ihren Wert und benutzte sie verschwenderisch als Brennmaterial. Doch so wie sie zu schwelen begann, füllte ihr süßer Duft meine Nase. Ich fühlte mich leicht und meine Sorgen waren wie weggeblasen. Ich widmete die folgenden Jahre der Erforschung dieses Wunderkrauts und seiner Eigenschaften. So konnte ich eine Methode entwickeln, die das Leben all jener verwandeln wird, die sie anwenden. Man beginnt wie folgt. Ernsthaft. Das sind keine fucking Zusatzinformationen. Das ist eine
Geschichte. Mehr nicht, Mann. Super. Ich geh zu Molly. Ich geh zu Molly. Oder zu irgendjemand. Ist mir egal, Mann. Ratten. Auch das noch. Da, hier ist die nächste. Wer auch immer das jetzt ist, aber... Entschuldigung, ich suche Marabella. Das bin ich. Warte draußen. Wir haben noch Unterricht. Ich kann nicht warten. Na gut, ich warte. Okay. Ich warte. Es dauert nicht lange. Er kann leider doch nicht kommen. Warum nicht? Eine Ratte hat ihn gebissen und er hat Fieber bekommen. Wo ist er gebissen worden? Hat sehr weh getan? Muss er sterben? Du stirbst doch nicht von einer Ratte. Und ob? Vor ein paar Tagen habe ich gesehen, wie ein Hexenjäger zu einem Mann, du Ratte, gesagt hat. Ich habe eine Hexe und er hat ihn umgebracht. Und natürlich kann man von einer Ratte sterben. Die hat zu ihm, du Ratte, gesagt und dann hat er ihn umgebracht. Ob der Rattenfänger wieder gesund wird? Oh Gott. Bestimmt nicht. Darf ich dich kurz sprechen? Ja. Was willst du? Ich weiß, dass du dich mit Rittersporn getroffen hast. Oh ja. Der längste Nachmittag meines Lebens. Hat er dir Gedichte vorgetragen? Nein. Wir haben zusammen die Welt der Pilze in Bildern durchgeblättert. Oh Gott. Vielleicht... Nein. Ich will lieber nicht wissen, was er sich dabei gedacht hat. Schimmel. Darum ging's ihm. Als er seine Hand von meinem Knie nahm, um auf das Bild eines Penicilliums zu deuten, wusste ich, dass es vorbei ist. Mhm. Hast du ihn nochmal gesehen, nach dem Vorfall mit den Pilzen? Nein, ich habe sogar überlegt, ihm noch eine Chance zu geben. Er hat ein Herz aus Gold. Er braucht nur etwas mehr Disziplin in seinem Leben. Aber er ist nicht wiedergekommen. Also glaube ich, dass es vorbei ist. Mehr kriegen wir von ihr nicht. Danke für deine Hilfe. Lebe wohl. Oh Mann. Das hat uns sehr weitergeholfen. Gehen wir halt einfach zum nächsten. Einfach nicht weiter fragen. Einfach zum nächsten gehen. Warum hat er sich mit so vielen Frauen getroffen? Och Mann, ey, Rittersporn. Warte mal kurz, ihn. Da ich nicht davon ausgehe, demnächst noch, 53, eine neue Rüstung zu finden, repariere ich das Ding einfach mal wieder so weit wie es geht, auf 83. So. Neue Markierung, Anschlagbrett, komm. Mit Anschlagbrettern kenne ich mich aus. Zack, 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 zack. Alles eingesammelt. 10 Milliarden neue. Oh, keine neuen Dinger. Schade. Ui. Gräfin oder wie? Wohnt hier Baronin Lavalette? Meine ich ja, Baronin. Hat mich nicht zu interessieren. Die Baronin gibt sich nicht mit jedem ab. Keine Sorge. Ich bin wegen ihrer Kammerzofe hier. Molly. Geh aus dem Weg. Die Baronin reitet aus. Verschwinde. Geralt von Riva vor meiner Tür? Das kann kein Zufall sein. Ich grüße dich, Baronin. Guten Tag, General. Du hast recht. Ich komme nicht ohne Grund. Ich weiß, wer du bist. Aber der Etikette halber, Maria Luisa Lavalette, ein kaiserlicher General und ein Hexer treffen sich und kennen einander. Erstaunlich. Mhm, wir kennen einander. Ich habe vorher in Vysima getroffen. Ja, wir hatten die Gelegenheit zu einem Gespräch, als der Kaiser mich nach Vysima zitiert hat. Hatten wir? Ich kann mich hast gar nicht mehr erinnern. Hast du Ärger mit Var Emrys? Nein, dann wärst du längst tot. Ihr habt also gemeinsame Interessen. Aber lass uns woanders reden. Willst du meine Einladung annehmen und mir verraten, was dich hierher führt? Ich suche ein Mädchen namens Molly. Sie soll hier arbeiten. Meine Kammerzofe. Leider ist sie gerade bei meiner lieben Freundin Patricia Wegelgut. Vielleicht kann Geralt uns ja begleiten. Er könnte bei den Rennen mit Molly sprechen. Käme das für dich in Betracht, Hexer? Na klar. Einem städtischen Spektakel beizuwohnen? Warum auch nicht?
Ich finde schon allein zu den Wegelbunds, ich begleite euch gern. Komm, also, ist einfacher. Wenn Molly da ist, dann mal los. Naja, die Aussicht von Novigrad. Aber was haben wir heute gelernt? Radovid lutscht Schwänze. Okay, das war glaube ich schon in der letzten Folge, ne? Ja gut. Mal sehen, wo wir jetzt hinreiten. Vielleicht, reiten hört sich immer so an, da könnte man vielleicht auch ein bisschen Geld verdienen. Und da es ein Pferderennen ist, vielleicht kann ich da teilnehmen. Bisschen da Geld schadet nie. Mein Vater besaß ein ähnliches Anwesen in Brugge. Als Mädchen war ich dort oft reiten. Wollen wir uns die Pferde ansehen? Magst du Pferde, Geralt? Eigentlich schon. Ich habe meine Pferde immer Plötze genannt. Immer Plötze. Die graue Stute ist Cantarella. Von Kahir gezeugt, dem Sieger von Wohle. Grau, schöne Farbe. Auch bei Pferden. Ich wette auf den schwarzen Hengster. Nemrod, reinste Nilfgaarder Zucht. Fehlt noch, dass er vor dir salutiert, General. Weißt du viel über die anderen? Weißt du irgendwas über den Fuchs da oder den Braunen? Der Fuchs heißt Donner. Ein reinblütiger Redanier. Edles Ross. Aber zu eigenwillig für meinen Geschmack. Schwer zu beherrschen. Und der Braune stammt aus Serikanien. De Volt hat ihn kürzlich gekauft. Sieht beide gleich aus, oder? Ich weiß nicht viel über ihn, aber Serikanier sind bekannt für ihre große Ausdauer. Ist Molly ein Pferd? Bitte? Eigentlich bin ich hier, weil ich Molly suche. Geduld, Hexer. Sie wird bald hier sein. Ich habe sie gebeten, zu uns zu stoßen, sobald sie ihre Aufgaben erledigt hat. Es dauert gewiss nicht mehr lang. Das hängt davon ab, was du ihr aufgetragen hast, Herrin. Aber ich habe keine Wahl. Ich warte. Gut. Du kennst dich gut mit Pferden aus. Auskennen trifft's nicht ganz. Morvran ist ein echter Experte. Pferde sind ehrlicher als Menschen. Ich bin sehr gespannt, wie du dich im Sattel hältst, Hexer. Ich versuche nicht runterzufallen. Wie wär's mit einem kleinen Rennen? Deswegen bin ich nicht hier. Yay. Lass mich nicht betteln, Hexer. Weißt du was? Wenn du gewinnst, kriegst du meinen besten Sattel. In Nilfgaard gemacht. Aus herrlich gegerbtem Leder. Okay, einverstanden. Warum nicht? Würde gern sehen, ob dir dein Wissen über Pferde auch im Sattel nützt. Gut gesprochen. Welches Pferd wählst du, Hexer? Cantarella war die schwarze, glaube ich. Ich glaube, ja, da hat er so von geschwärmt. Die graue Stute sieht schnell aus. Grau? Außerdem kannte ich mal einen Mann namens Kahir. Ich nehme sie. Ja, okay. Ich reite nicht Grau mit, passt aber dafür zu wette ihm. Ich. Nemrod gewinnt. Der Reiter spielt keine Rolle. Wenn das so ist, versuche ich mein Glück mit dem serikanischen Braunen. Wir sollten nicht länger warten. Fangen wir an. Gut. Weiter! Bereit? Ja, ja. Los geht's. 2, 1. Los, lauf! Alle hopp! Schneller! Ja, das werde ich ja wohl schaffen. Ich hoffe, die Pferdeausdauer reicht aus. Und ich kürze nicht irgendwie ab. Das Problem hatte ich ja auch schon mal, ne? Das ist, oder beziehungsweise angeblich soll ich abgekürzt haben. Ja, und jetzt könnte es nämlich schon wieder knapp werden. Die Ausdauer von dem Guten hier geht leider... Beweg dich. Komm schon. Nein, 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 nein. Du bleibst schön hinter mir. Oh, die Ausdauer von dem Viech ist halt leider so extrem. So extrem niedrig. Aber ich kann die glücklicherweise immer irgendwie hinter mir halten, damit sie mich zumindest nicht überholen. Alter, sag mal. Okay, gewonnen. Gerade so. Das war atemberaubend. Ein famoser Sieg. Danke.
Für jemanden, der nicht reiten kann, hast du dich vorzüglich im Sattel gehalten. Mein Glückwunsch. Das ist deins. Schön. Überlegener Rennsattel, das dürfte ich wohl jetzt mit der Kammerzofe sprechen, Herrin? Ach ja, Molly. Deswegen bist du ja überhaupt hier. Die stämmige junge Frau dort, das ist sie. Sprich mit ihr. Und komm zu uns, wenn du nach Novigrad zurückkehren willst. Wir reisen gern mit dir zusammen. Schön. Gefällt mir. Gut, dann spreche ich erstmal mit Molly. Wann hast du dir zuletzt die Haare gewaschen? Ich bin Molly, Herr. Du wolltest mich sprechen? Nenn mich Geralt. Geralt? Der Geralt? Dem Rittersporn ein ums andere Mal das Leben gerettet? Ja, klar. Ja, wenn er nicht wäre. Ja, komm. Ja, komm. Nee. Stimmt alles. Nur andersrum. Ich bin es, der ihn ständig retten muss. War es etwa nicht Rittersporn, der in Flotsam deine Schlinge aus 100 Schritt Entfernung mit einem Pfeil durchgeschossen hat? Na, wohl eher nicht. Was? Rittersporn kann doch gar nicht... Ach, was soll's. Irgendeine Idee, wo unser Meisterschütze stecken könnte? Nein, leider nicht. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Die Baronin ist nicht erfreut, dass wir uns kennen. Sie hält Rittersporn für einen nichtsnutzigen Faulpelz. Stell dir nur vor. Oh, kann ich gar nicht verstehen. Aber vielleicht kann dir seine Schwester helfen. Ein so nettes Mädchen. Wollte ich gerade sagen. Rittersporn hat jetzt auf einmal noch eine Schwester? Erinnerst du dich an das letzte Gespräch mit Rittersporn? Dir ist klar, dass Rittersporn gar keine Schwester hat? Und ob er eine hat? Ich hab sie doch gesehen. Aber sie sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Ist blond. Vielleicht haben sie verschiedene Väter. Und auch verschiedene Mütter. Vielleicht. Aber er hat sich um sie gesorgt. So wie er ihre Sachen getragen hat und... Weißt du, wo ich sie finde? Rittersporns Schwester? Leider nicht. Immer wenn ich gefragt habe, wann wir sie besuchen, ist er ganz still geworden und hat das Thema gewechselt. Erinnerst du dich an dein letztes Gespräch mit Rittersporn? Na klar. Er wollte etwas Geld für eine Barke leihen. Was? Wozu braucht er denn eine Barke? Für eine romantische Bootsfahrt im Mondschein auf den Kanälen. Er sprach von Erdbeeren und diesem Perlwein und er wollte mir ein Ständchen singen. Aber seitdem ist er weg. Ja. Also, hier fahren wir auch nicht mehr. Danke, Molly. Warte. Bevor du gehst, habe ich noch eine Bitte. Rittersporn hat versprochen, mir seine Briefmarkensammlung zu zeigen. Er hat's nie getan, aber ich würde sie so gern sehen. Wird nicht schwer, ihn zu überreden. Er zeigt sie liebend gerne. Jeder, die er trifft. Oh, das ist wundervoll. Danke und viel Glück bei deiner Suche. Wieder etwas Gutes getan. Und einen überlegenen Rennsattel bekommen. Moment. Mein überlegener Rennsattel. Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Der überlegene Rennsattel mit 50 Ausdauer. Im Gegensatz zu 40. Das ist doch schon mal super. So. Hier liegt er noch, aber eigentlich ist er schon auf meinem Plötze. Meine ja, Plötze. Wie auch immer. Wann hast du dir zuletzt die Haare? Wo sind denn die? Ja klar, spring übers Feuer, bis du rumgestielt sind oder was? Ich muss hier einmal hoch, bitte, danke. Ah, Geralt, da bist du ja. Wollen wir zusammen zurückreiten? Ja, bitte. Sehr gern. Ist ein langer Weg bis Novigrad und mit Begleitung erscheint er nicht ganz so lang. Sehe ich auch so. Nun dann los. Und schön so ein Ladescreen anzugucken. Habe jetzt extra mal nichts gesagt. Okay, ich konnte nichts sagen, ich habe gegähnt. Aber ich dachte so, wow. Sag's einfach mal nichts. Schwarzer Bildschirm ist auch mal ganz schön. Abwechslung in so einem Let's Play. Das ist Novigrad. Was war da hinten?
Ist einfach nur so Rauch und rote Fenster. Jo, geil, ne? So ein 10-minütiger Ladescreen, dann eine 2-sekündige Szene zu zeigen und wieder 10 Minuten Ladescreen. Danke für deine Gesellschaft. Gleichfalls. Mach's gut. Gut. Ah, Geralt. Was kann ich für dich tun? Was hast du im Angebot? Achso. Schade. Große Änderungen stehen an im Kaiserreich? Du weißt es nicht? Der Kaiser hat dich rufen lassen. Das tut er nie ohne Grund. Es ist klar, dass er seine Tochter sucht. Du weißt viel. Natürlich. Ich bin der Sohn meines Vaters. Was hat dein Vater damit zu tun? Er steht dem Kaiser nahe. Und er kennt die Opposition, die seine Abdankung will. Cirilla den Thron zu überlassen, ist das Beste, was der Kaiser tun kann. Aber wie man weiß, braucht eine Kaiserin einen Kaiser an der Seite. Mein Vater wird dafür sorgen, dass der richtige Mann ausgewählt wird. Ich glaube nicht, dass sich Ciri darauf einlassen wird. Aber nun gut. Mach's gut. Ja, bleibt nur noch Rosa Faedre. Doch. Das machen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und bis zur nächsten Folge. Bis dahin erstmal, ja. Ciao.